haben alle ein gemeinsames Ziel, Medaillen für Deutschland. Und ob olympisch oder paralympisch, macht da eigentlich keinen Unterschied. Und wir respektieren uns gegenseitig komplett und schätzen uns gegenseitig. Und ich glaube, wir können auch mal viel voneinander lernen. Also zum Beispiel Miriam Welting ist ja Bahnsprinterin. Ich habe auch schon mit ihr zusammen trainiert, bin ja selber Radfahrerin. Und wir freuen uns immer wieder, wenn wir uns bei solchen Gelegenheiten wiedersehen und lernen auch viel voneinander.